Sophia Bush tritt bald vor den Traualtar. Aber wie sieht es bei den anderen One Tree Hill Stars in Sachen Liebesleben aus? Sophia und ihr Freund Grant Hughes sind erst seit etwas über einem Jahr offiziell ein Paar. Doch nun wollen sie bereits den nächsten Schritt wagen. Grant geht bei einem Bootsausflug vor Sophia auf die Knie und stellt die Frage aller Fragen. Es stellt sich also heraus, dass es das beste Gefühl auf dem Planeten ist, der Lieblingsmensch des Lieblingsmenschen zu sein, schwärmt die 39-Jährige ihren Fans von ihrer Verlobung vor. Sophia ist aber nicht die einzige One Tree Hill Darstellerin, die inzwischen ihr Liebesglück gefunden hat. Auch Chad Michael Murray, der nicht nur Sophias früherer Co-Star, sondern auch ihr Ex-Mann ist, ist inzwischen wieder glücklich vergeben. Und zwar an Schauspielkollegin Sarah Roma. Die beiden lernen sich 2012 am Set der Serie Chosen kennen. Schon 3 Jahre später geben sie sich das Ja-Wort. Inzwischen hat das Paar 2 gemeinsame Kinder. Und Chad ist mit Leib und Seele Familienvater. Eine Familie zu haben verändert deinen Blick auf alles. Für mich ist es einfach das Tollste, was mir hätte passieren können. Eine eigene Familie gründet Chads Serienbruder James Lafferty bisher noch nicht. Aber der 36-Jährige ist schon lange in festen Händen. Er lernt Schauspielerin Alexandra Park 2015 bei den Dreharbeiten zu der Serie The Royals kennen. Seither sind die beiden offenbar unzertrennlich. Obwohl James und Alexandra ihre Beziehung eher privat halten. Als sie sich 2020 verloben, lassen sie ihre Fans aber doch an ihrem Glück teilhaben. Hilary Burtons Liebesgeschichte beginnt zwar nicht am Set, eine ihrer früheren One Tree Hill Kolleginnen hat aber etwas damit zu tun. Rachel-Darstellerin Danielle Harris und ihr Ehemann, der Supernatural-Star Jensen Ackles, verkuppeln Hilary 2009 mit Jensens Co-Star Jeffrey Dean Morgan. Ich war Single und Jensen meinte, ich kenne da ein Mädchen, das du kennenlernen solltest. Also habe ich Hilary mit Jensen und Danielle in einer Bar getroffen. Der Rest ist Geschichte. Offenbar ist es zwischen ihnen Liebe auf den ersten Blick. Wie Hilary in ihren Memoiren verrät, starten die beiden nämlich nur einen Monat nach ihrem Kennenlernen mit der Familienplanung. Schon 2010 kommt Sohn Gus zur Welt. 2018 folgt Tochter George. Und ein Jahr später, also nach 10 Jahren Beziehung, gibt es dann die Hochzeit. Weniger glücklich verläuft Bethany Joy Lenz' Ehe. Die heute 40-Jährige heiratet bereits 2005 den Musiker Michael Gagliotti. 2011 kommt ihre Tochter Maria Rose zur Welt. Doch schon ein Jahr später geht ihre Ehe in die Brüche. Seither gibt es zahlreiche Gerüchte zu Bethanys Liebesleben. Zuletzt heißt es, sie datet Unreal-Darsteller Josh Kelly. Ob an diesen Spekulationen tatsächlich etwas dran ist, verrät sie allerdings bis heute, 3 Jahre später, nicht. Auf ein Update in Sachen Beziehungsstatus können Bethanys Fans so bald also wohl nicht hoffen.